Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um den Kinderwagen gehen und welche Accessoires mir im Winter geholfen haben, den Winter gut zu überstehen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten an. Der Handwärmer. Ich fand den großartig, Leute, ehrlich. Also einmal um die Kinderwagenstange angebracht, kann man ja hier mit so Knöpfen einfach anbringen. Die Hände rein, sie sind immer schön warm. Wenn ihr bei eurem Baby die Temperatur im Nacken oder zwischen den Schulterblättern messt oder auch mal ins Gesicht fasst, ob die Mäuse schön warm sind, dann habt ihr keine kalten Finger, weil das muss man ja auch immer bedenken. Wenn man dann kalte Finger hat und dann hinten reingeht, ist ja für die Kinder auch sehr unangenehm. Und nicht dieses nervige Handschuh an- und ausgeziehe, weil das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Handschuh an, Handschuh aus, immer wenn ich Marlene was geben musste. Hat es länger gedauert, war super nervig, dann war der Handschuh am Ende weg. Also von daher, so ein Handwärmer, großartig für den Winter und schön kuschelig. Und das nächste, was mir den Winter erleichtert hat, im Kinderwagen, aber auch in der Trage und im Gurt, sind diese Schlupfmützen. Kennt ihr die? Also super praktisch, gehen bis zum Nacken hier hinten runter. Das heißt, dort kann es nicht ziehen, auch in der Trage total praktisch. Hier vorne, der Brustbereich ist richtig gut geschützt, gerade bei Wickelbodies und so, wenn die manchmal weit ausgeschnitten sind, total praktisch. Und du ziehst das Teil halt einfach nur über den Kopf und musst nicht unterm Hals diese nervigen Bänzel zuschnüren. Das haben meine Kids nämlich gehasst. Also diese Schlupfmützen, richtig, richtig gut. Und der nächste Tipp, und das ist auch super, super wichtig, dass man einfach gut gesehen wird im Winter. Und deswegen habe ich mir so Kinderwagenlichter gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da drückt man drauf, dann leuchten die richtig schön. Und die haben auch noch so eine Funktion, dass sie halt so blinken. Und damit wird man einfach im Winter gut gesehen. Das ist einfach so, wenn es früh dunkel wird, der Kinderwagen ist manchmal nicht gut sichtbar, trotz Reflektoren etc. sind solche Lichter zusätzlich wirklich sich Sichtbarkeit verschaffen im Straßenverkehr ganz, ganz wichtig. Wo wir bei Sichtbarkeit wären? Reflektoren. Ja, sind auch total praktisch. Die sind so zum Kletten. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen. Die kann man dann echt so einmal rundherum um die Kinderwagenstangen kletten. Vorne, hinten, an der Seite. Dass man, wie gesagt, einfach gut sichtbar ist für die Außenwelt. Mein Name ist übrigens Laura Roman-Höhn. Ich bin Hebamme seit über 10 Jahren und selber mittlerweile Mama von 4 Kindern. Und auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und die ersten Babyjahre. Dann was anderes, was ich auch richtig gut gefunden habe. Körnerkissen haben meine Kinder geliebt. Manchmal ist es ja so, es ist eh schon irgendwie kühl. Und ja, der Kinderwagen stand im Flur und ist vielleicht auch nicht super warm. Da wäre es auf jeden Fall gut, wenn ihr ihn in die Wohnung holt. Dann ist er nämlich schön warm. Dann ist es für die Mäuse angenehmer. Oder, das habe ich manchmal gemacht, ein Kirschkernkissen so auf 36 Grad warm gemacht und schon mal in den Kinderwagen reingelegt. Den so ein bisschen vorgewärmt. Natürlich nicht zu warm. Nicht, dass die Mäuse anfangen zu schwitzen, sondern so Körpertemperaturniveau. Einfach das Körnerkissen reingelegt. Das fanden die richtig, richtig gut. Ist auch was, was man gut im Winter nutzen kann. Und dann das nächste. Und ich liebe es, ihr wisst es, diese bunten Lichterketten. Die Kids lieben das. Guck mal, diese hier ist einfach so aus Draht. Ganz, ganz einfach und simpel. Und man kann die so um die Stange, um den Kinderwagen einmal so drumherum machen quasi so. Und dann sehen eure Kinder im Kinderwagen was. Die lieben das, diese bunten Lichter, da gucken die und sind einfach wahnsinnig fasziniert. Zudem macht ihr euch auch auf der Straße wieder noch mehr sichtbar. Und was ich auch häufig hatte, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn es dann wirklich draußen schon so dunkel war, sind manchmal meine Kids im Kinderwagen wach geworden und haben geschrien. Und ich hatte das Gefühl, das war, weil sie mich nicht sofort gesehen haben. Klar, man spricht dann mit ihnen, aber nachdem ich diese Lichterkette angebracht habe, war das nicht mehr so häufig. Also auch das kann in diesem Sinne sehr praktisch sein. Und ich muss sagen, ich fand es auch praktisch, weil ich auch die Mäuse besser gesehen habe, wenn keine Straßenlaterne gerade um die Ecke war. Übrigens auch super praktisch an der Baby-Autoschale. Da habe ich das auch manchmal so um meinen Bügel gemacht. Wenn das Auto dann dunkel war, wenn wir morgens irgendwie in die Kita gefahren sind oder ich die Großen weggebracht habe, dann hat Marlene halt auch was zu gucken gehabt. Meistens ist sie eingeschlafen und ich konnte sie dann gut im Rückspiegel sehen, weil ja die Lichterkette da war und nicht so eine Festtagsbeleuchtung. Das hat sie halt quasi beim Schlafen nicht gestört. Und dann noch etwas, was super praktisch ist, Wind- und Wettercreme. Also wenn es wirklich kühl wird, manche sagen unter 5 Grad, andere unter 2 Grad, dann ist so Wind- und Wettercreme schon angeraten zwischendurch, um einfach die empfindliche Babyhaut so ein bisschen zu schützen vor der Kälte. Ich habe immer so Stecknadelkopf groß, was verteilt auf den Wangen, auf der Stirn, Nase,
Nasenspitze und Kinn. Und in der Trage oder dann als Marlene größer war und öfter auch mal die Händchen so aus dem Kinderwagen rausgemacht hat und auch immer ihre Fäustlinge abgestreift hat, habe ich manchmal auch die Händchen quasi ein bisschen mit der Wind- und Wettercreme benetzt, einfach um die empfindliche Babyhaut ein bisschen zu schützen. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was eure ultimativen Tipps sind für den Kinderwagen und Accessoires für den Winter. Schreibt es in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, darüber würde ich mich sehr freuen. Bis bald, ihr Lieben.